You are now entering the Phantom Pass. You hear the haunting tale of Mariah Chantel, who is said to capture travelers near the Phantom Pass. These poor victims are rumored to be used in a ceremony which grants immortality to the evil mage. Gar nicht schlecht, hä? Timing your arrival to meet the needs of your dark foe, you masquerade as suitable prey. You win when your enemy has no structures or follower. Warte ganz kurz. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Blood and Magic. Schau mal, wir haben eine Krypta mit Gespenstern. Hey, Gespenster sind sowas von super. Die mag ich total. Ach ja, Eisrein, ne? Eisregen, der Musikeffekt. Na klar, drei Furies. Vier Furies, alle auf diesen scheiß Basis-Golem. Das war wahrscheinlich der schlimmste Basis-Golem aller Zeiten. Und die haben gesagt gehabt, leck mich fett am Sack, dieser Basis-Golem. Den hasse ich wie die Pest. Dieser Basis-Golem muss unbedingt sterben. Den kann keiner leiden. Das war wahrscheinlich Klaus, der Basis-Golem, den hat jeder gehasst. Alle hassen Klaus, den Basis-Golem. Und da gab's, ne, macht jeder mit. Meine Fresse. Hier wird ein bisschen gesenzt. Schön, hier, der hat die Aggro, der kann sich regenerieren. Der kriegt hier maximal, oh, von allen Seiten. Ja, das war nicht schlecht. Ach ja, die bekommen auch extra Death im Sumpf. Ja, ich könnte jetzt natürlich ein Gespenst nehmen zum... Gespenster können Item tragen, ja. Hier, warte. Wir beschleunigen die ganze Angelegenheit mal. Kann natürlich sein, dass hier noch 1000 Gegner kommen. Wir jetzt gleich am Arsch sind, aber ist Pech. Ja, wir hatten ja in der letzten Mission quasi, wenn man so möchte, über Echtzeitstrategiespiel geredet. Und ich habe jetzt nochmal fix in ein Dokument geguckt, das heißt Medienbiografie. Und ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Jemand, den ich kenne, hat Ergotherapie gemacht und der hatte im Unterricht quasi die Aufgabe als Hausaufgabe, wenn man das so möchte. Ja. Oh, Hexer. Wie angenehm. Er hatte die Aufgabe gehabt, eine Medienbiografie zu schreiben. Also, ne? Alle möglichen Filme, Serien, bla bla bla. Ich glaube, es ging um Serien und sowas. TV. Alter, ist das schief. Schiefe Musik. Hat er gemacht und ich fand die Idee ganz praktisch für, oder ganz interessant für PC-Spiele. Und hab gedacht, hey, eigentlich könntest du das doch machen, ne? Und hab dann angefangen, ja quasi die ganzen PC-Spiele aufzuschreiben. Bravo Hundis. Ich habe angefangen, alle PC-Spiele aufzuschreiben, die ich bisher gespielt habe, so in der Vergangenheit. Ja, und da habe ich gerade reingeschaut. Und ein Echtzeit-Strategiespiel, das ich vergessen hatte, war Dungeon Keeper. Ganz wichtig, das habe ich auch gespielt, wie blöde. Und das war auch nicht sehr typisch, weil, aber da gab es auch keine zwei Seiten. Keine zwei Kampagnen. Wen möchtest du angreifen? Oh, gar keinen. Bei dir ist wahrscheinlich... Hä? Wenn die Zeit abläuft, dann sterben die doch einfach, ne? Und lassen nichts zurück. Was war das denn für eine Aktion? Das war ja komisch. Und? Der hier. Hey, warte. Greif mal den da an. Genau, so ist brav. Nein, ach Mann. Scheiße. Ja, das war die Heilsalbe. Du bist ja auch perfekt, ne? Im Sumpf aufgehoben. Ich wollte doch noch ein bisschen extra Mana haben. Warum greifen die mich jetzt alle an? Na, komm. Mit ihren 1000 Furien, das ist auch echt krass. So viele. Komm schon. Oh. So viele von den Kackviechern. So haben wir es jetzt. Nicht so richtig, ne? Ich muss hier, glaube ich, noch ein bisschen härter draufhauen. Klar, schon wieder hier unendlich. Meiner. Blöde Sau.
Und natürlich hier, guck's dir an. Nee, schaffe ich nicht. Ich habe überlegt, ob ich das schaffe, den über den Kessel zu locken, aber es wäre viel zu lange gedauert. Bis dahin wäre er schon tot gewesen. Ja, natürlich, dieser Basis-Golem, der hat es euch angetan. Kehrt doch mal das Gespenst an. Das böse Gespenst. Nicht der liebe Basis-Golem, der hat gar nichts getan. Ja, so war jetzt nicht der Plan hier, ne? Ja, und was habe ich noch gespielt gehabt? Die Siedler 2, fand ich, hat sich auch mehr spielen lassen, eigentlich wie so ein Strategiespiel. Und ein bisschen weniger wie eine Wirtschaftssimulation. Wahrscheinlich, weil es Zeitdruck gab. Also wenn du dem Gegner zu viel Zeit gelassen hast, dann war er quasi schon zu stark. Weil es überhaupt einen Gegner gab, was ja bei Wirtschaftssimulation auch nicht so richtig der Fall ist. Wie gesagt, wegen dem ganzen Timing muss ich halt ein bisschen beeilen. Und den ganzen militärischen Anteil. Ja. Fand ich, Siedler 2 hat sich auch mehr spielen lassen wie ein Strategiespiel. Ja, aber mehr gab's gar nicht. Also ich hab immer gedacht, ich habe viel mehr Spiele gespielt. Die so typisch, ne? Zwei Kampagnen, Echtzeitstrategiespiel und beide Kampagnen lassen sich quasi genau gleich spielen. Aber habe ich mich geirrt. Hat sich mein wunderbares Gedächtnis getrügt? Hat das jetzt gerade eben Sinn gemacht? Ich kann es nur hoffen. Ich höre mir ja selbst nicht zu beim Reden, ne? Weißt du, wie das ist. So. Ja, da hat der Gegner echt Kobolde und Furien und Priester. Vielleicht sogar Paladins. Eigentlich müsste ich mal irgendwie den Kerl hier nehmen zum Oberkunden. Jetzt mal schauen, was hier überall abgeht. Ob wir nicht was Schönes finden. Was? Warum denn? Warum werde ich ja nicht informiert, dass wir angegriffen werden? Ach, der kommt natürlich wieder, weil, ne? Blödes Kackspiel. Ach, das hasse ich echt. Diese schiefe Musik. Die liegt nicht an mir. Die wurde so schief programmiert. In dieses Spiel hinein. Ich will nur noch mal überlegen, hier mit erkunden, nicht erkunden. Ah, brave Hundis. Vielleicht hätte ich auch lieber meinen Basis-Golem nehmen sollen zum Ruhe erkunden. Und mein Gespenst zum Gegner abwehren. Ich überlege gerade, wie ich eigentlich zu Retro-Games gekommen bin. Ich meine, als ich die gespielt habe damals, da waren die noch nicht Retro, sondern top aktuell. Nein, liebe Hundis, ich möchte euch nicht hauen. Ich mag euch. Aber warum die mir später immer noch Spaß gemacht haben, puh, keine Ahnung. Gibt es ein paar Spiele, die habe ich Ewigkeiten gespielt. Da waren die schon, keine Ahnung wie alt. Diablo 1 zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuerst gespielt habe, Diablo 1 oder Diablo 2. Gut möglich, dass ich zuerst den zweiten Teil gespielt habe, danach den ersten. du liebe Furie, du kannst mich auf jeden Fall richtig fett am Sack lecken. Komm schon, lauf doch zu! Meine Fresse! Nee, ach, leck mich doch am Sack, das ist aber eine Scheiße. Hm, klar. Du kannst das also, aha. Ja, ich glaube, ich kann es voll vergessen, oder? Was ist denn das für eine Kacke hier? Ja, wenigstens hat er sich mal zurückverwandelt, der blöde Sack. Klar, Paladin. Ich meine, ja, ich habe Einheiten umgewandelt, ne? In Basis-Golems. Aber der Großteil wurde eh von Furien angegriffen. Da hätten auch unsere anderen Einheiten keine Chance gehabt. Kannst mir nicht erzählen, dass, gell? Oh, wow, danke. Jetzt ist die Mana... Ich krieg sie nicht mal. Ich krieg nicht mal die verfickte Mana-Kugel. Ja. Ja, wie gesagt, kannst nicht mir erzählen, dass unser Ghoul zum Beispiel oder unser Gespenst
eine Chance gehabt hätte gegen eine, ja, gegen den Priester, gegen den Paladin und vor allem gegen diese ganzen tausende Furien. Die kamen ja schon am Anfang mit 4 Stück, da hatten nur Glück, dass sie alle auf denselben Basiskulten gegangen sind. Ja, das ist in der Krypta hier, ne? Wollte die noch angreifen? Naja, ich vermute mal ganz stark, das wird nichts mehr, lieber Zuschauer. Ich könnte es ja trotzdem noch probieren, aber in 90% der Fälle. Nope. Nein, Hundis. Brave Hundis. Nein, brave Hundi. Nein, böser Hund. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das greift mich auch noch die scheiß Hunde an. Also wenn ich mich davon wiederholen würde, ne? Hier ein Comeback starten könnte. Dann wäre ich der Held. Zumindest für... Ich weiß nicht. Bestimmt 3 Leute. Kann ich? Nein, ich habe keinen Mana. Ach, leck mich doch, ihr scheiß Hunde. Ich meine... Komm schon. Muss doch nicht sein. Kann ich euch zum Gegner ziehen? Das fände ich schön. Lauf weg. Ey, und das hier, kann ich mich verstecken? Ey, das wäre eine Idee gewesen, guck mal. Wenn ich mich hier hinstelle und ein Gegner kommt, eine Furie kommt, dann würde die bestimmt da drauf fliegen, oder? Um es anzugreifen. Und dann verwandelt sie sich zurück in den Basisgolem und fällt in den Kessel und wir bekommen auch noch Mana dafür. Für den ganzen Spaß. Nein, tut mir nichts, kommt schon. Ach, wenn wir das noch schaffen. Ja, danke. So ist fein. Der hat sogar überlebt, der Basis-Golem hier. So, ich hoffe, der kommt noch an hier. Wir haben hier auch Zombies, ne? Und theoretisch haben wir auch Schweinebacken. Nicht wahr? Hab hier... Ach ja, die waren ja... Schweinebacken waren ja Standardeinheiten. Basiseinheiten. Die müssen wir ja nicht erforschen. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich wieder Harpien nehmen und einnetzen oder einen Yoda nehmen und eine Mana-Batterie aufbauen, aber eigentlich will ich das Spiel nur gewinnen. Wolf has been killed. Schön. Lauf! Lauf, Basis-Golem! Ja, echt krass, wir haben echt die Wölfe abgewehrt oder sie losbekommen. Oh, ich glaube, ich mache jetzt Schweinebacken. Ich will das Ding nur noch gewinnen. Wahnsinn, oder? Dass ich nicht aufgegeben habe ohne Einheiten und ohne Mana und mit dem arschigen Gegner, mit seiner Scheiße. Wolf has been killed. Ja, schön. Die brauchen auch gar nicht so viel Mana, ne? Was kosten die? 25? Was, waren die nicht bei einer Krypta? Ah, ne, an der Krypta war eine Harpie. Ach, shit. Garnison war das, ne? Eine Schweinebacke. Ich meine, eine Harpie könnten wir auch machen, aber die ist halt ein ziemliches Plus-Minus-Null-Geschäft. Mit dem Mana, was wir rauskriegen, wenn wir das in den Kessel werfen, die Gegner. Auf der anderen Seite können wir da echt Paladin und sowas mit einem Hubs wegsnacken. Das ist schon echt krasser Scheiß. Ja, das ist... Puh. Na komm. Hab ja. Alter Schwede, wir haben auch so viel Erfahrung. 2 zu viel für meinen Geschmack. Aber gut. Ach ja, wir brauchen ein bisschen Mana. Oh, wir haben genug. Wir brauchen ja genug Mana zum Einnetzen.
Forschen dauert auch ewig. Ja, tut mir nichts. Krass ist auch, dass die ganzen Priester sowas sich nicht heilen können, ne? Wenn sie im Netz stecken. Mann, das ist das Haupttier, ne? so viele Basisgummis hier bekommen haben. Ich meine, ja, es sind zwei Mal in der Kugel im Spiel gewesen, aber die haben wir auch hart verdient. Eine da oben und eine hier. Schön, wenn die ja kommt, ne? Dann war's das. Der Kobold. Ach, leck mich doch, scheiß Furie. Schaffen wir doch nicht mit 6 HP. Bis dahin ist er schon tot. Es sei denn, die Furie ist ein bisschen zu langsam und checkt's nicht und fliegt an uns vorbei. Genau so. Jetzt hat sie uns wieder. Wenn ich das richtig mache. Wie verhalten wir aus? Einschlag. Das wird schwierig. Das geht nicht, ne? Da musst du eigentlich hin. Alter, das hat geklappt! Meine Fresse, ich bin ganz schön stolz auf mich. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Krass! Das hat echt geklappt, das ist Wahnsinn. Krass ist doch shit ever. So. Wir haben auch keine gute Angriffsfläche. Wir stehen ja auch überall im Sumpf. Schnauze. Paladin-Verprügelung. Aber dafür verbraucht sie ja ordentlich Mana. Oh, habe ich nicht gesehen. Ich habe extra mal durchgeklickt, aber... Hm. Jawohl. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Du willst doch den hier, ne? Na komm schon. Oh. Jetzt? Hallo? Jetzt vielleicht? Nö. Ja, da stehst du jetzt auch im Sumpf, mein Freund. Wir sind hier ein paar viele. Jo, willkommen zur Party, mein Freund. Ich müsste trotzdem irgendwann mal irgendwas produzieren. Schweinebacken wäre mir trotzdem lieber, vielleicht mache ich das auch. Vielleicht baue ich mir hier in der Garnison hin. My structures are in danger, das ist nicht so gut. Das ist wieder in Ordnung. Die haben, glaube ich, 25 gekostet, ne? Das wären hier 4 weg fürs Gebäude. Aber 2 oder 3 reichen auch schon, gerade wenn wir im Sumpf stehen. Das geht. Die laufen oft in so eine Ecke, ne? Gerade in die oben links. Selbst wenn da ein Vulkan ist, wie bei der Feuer... Map. Weißt schon, mit Lava und Gedöns. Die wir sehr erfolgreich abgeschlossen haben, unseren Gespenstern. Haben wir dafür Zeit? Naja. Kommt mal her, liebe Basis-Golems. Ich hätte natürlich jetzt hier Zombies machen können. Das wäre das Einfachste gewesen. Aber Zombies habe ich keinen Bock drauf. Die haben wir schon so oft gesehen. Und Schweinebacken haben wir gar nicht so oft die Gelegenheit dazu, die zu benutzen. Außerdem sind die so cool, weil sie so ultra stark sind. Meine Fresse, sind die stark. Gerade im Sumpfland. Hm, sieht schön aus, oder? Ja, leck mich am Sack, Junge. Ey, was brauche ich denn das dann, ne? Ich bin Gebäude, du kannst mir nichts mehr. Lass mich in Ruhe. Ach, die Reichweite, meine Fresse. Oh, jetzt muss ich echt zu dem kommen. Hm. Na gut. Hilft alles nichts, nicht wahr? Ich hoffe, den kriegen wir klein. Oder dass wir hier zu viel verlieren.
Das ist nicht so gut, aber er greift uns scheinbar noch nicht ein. Lauf weg. Natürlich kommt da keine Einheit raus für uns. Beim Gegner immer ordentlich fett Einheiten und für uns nichts. Schweinebacke. Schweinebacke. Du greifst ihn jetzt bestimmt an, hä? Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Oh. Oh, doch nicht. Aber wir holen uns mal den Armschutz. So, hier ist alles cool. Oh Mann, wie gut das funktioniert hat mit der Furie, hä? Vor der weggelaufen, obwohl wir viel langsamer waren und boah, und übelst geil. Na, komm schon. Komm schon. Yay! Ach, extra Defense im Sumpf. Mm. Oh, war da ganz gerade nicht. Hier hinstelle, wie weit kannst du schießen? Bis hier hin, ne? Ach ja. Haben Schutz mitgenommen. Den kriegt gleich einer unserer Schweinebacken. Ach ja, der will wieder in die Ecke. Warum? Wo? Finde ich nicht so gut. So. Alter, 5 Angriff, das ist einfach maximale Übertreibung. Wie schaut's aus? Gut, würde ich sagen, sieht's aus, ne? Ah, der hat Resistenzen gegen uns, habe ich gar nicht mitbekommen. Klar. Natürlich. Furien. Aber Resistenzen hin oder her? Trotzdem mega stark. Na gut, wenn du dich massig heilst, dann ziehe ich mich einfach zurück. Dann warte ich auf Verstärkung. Hey du. Flop. Dass der hier eingekesselt ist, ist natürlich nicht so schön, aber... Na komm. Na, also. Na komm, zieh dich mal zurück. Komm schon, lauf. Jetzt folgt er mir. Ich laufe hier echt einmal im Kreis und der Paladin rennt mir hinterher. Komm schon, lauf doch zu. Was ist denn mit dir, Schweinebacke? Du bist so eine langsame Sau. Das hätte voll geklappt. Ist aber eine Scheiße mit dir. Können wir ewig machen, ne, das Spiel. Schnauze. Ah, jetzt hat er keinen Mana mehr. Na also. So. Auf in den Sumpf. Ja, er wollte nicht in den Sumpf. Auch okay. Schön, wie er jetzt unseren Armschutz hat, ja? Komm, nimm das Ding ab. Fein. Oh, der kriegt gar keine Defense vom Achterumhang. Guck mal. Komisch, ja? Oh, ach, weil er im Sumpf eins verloren hat. Hm, deswegen. Mitgenommen. Ja, hat Resistenz, aber scheinbar machen wir im Sumpf trotzdem mehr Schaden. Wenn auch nicht so viel.
5000 Mal geheilt. Wie immer. Paladin. Na gut, Wesley überlebt ja nicht. Und scheinbar hat er auch keinen Mana mehr. Der liebe Gegner. Hey du, komm mal her. Komm mal her, du hast das Sumpfstiefel. Komm mal hier in den Sumpf. Sumpf ist cool. Ja, Alter, die Verteidigung. Plus eins von hier und plus eins von da. Schönes Ding. Du greifst unseren Basis-Golem nicht an, ne? Nö, kann auch ein bisschen mit draufhauen. Ja, das Heilen bringt ihn gar nicht so viel. Das ist einfach die Animation vom Heilen so lang, dass wir ihm bis dahin schon wieder den Schaden zugefügt haben. Trotzdem knappe Sache hier mit den HP. Versucht er abzuhauen. Eventuell schafft er es sogar. Aber nicht, wenn ich ihm die ganze Zeit im Weg stehe. Wen willst du haben, hä? Arschkrampe. Okay, den da. Leben wir das vielleicht sogar? Nee, ne? Nee. Macht trotzdem zu viel Schaden. Brauchen noch ein paar Schläge, aber... machen wir lieber doch so. Schaffen wir das? Nö, na klar. Du kannst das natürlich wieder, lieber Gegner. Komm, gib mir das Mana. Ey, warum gehst du jetzt noch einen Schritt ran? So ist doch besser, guck mal hier. Puh. Ach ja, ich muss ja das Zeug noch einsammeln hier. Bevor es der Gegner sich schnappt. Immerhin was? Tja, und nü? Dauert ja nicht lang, bis der nächste Gegner kommt, ne? Das ist einfach alles viel zu knapp. Ich nehme mal den hier, zum Rumerkunden. Der hat die Sumpfstiefel. Der wurde hier nicht verlangsamt. Dann schauen wir mal, ob wir nicht noch eine Mana-Kugel finden hier irgendwo am Rand. Das wäre doch angenehm. Ja, schade, ich habe eigentlich schon gedacht, wir haben es in der Tasche, als wir hier so viele Basis-Golems hatten. Ich meine, wir haben hier nochmal 4 ausgegeben, zugegeben, ne? Hätte man vielleicht anders machen können, aber... Jo. Naja, lieber Zuschauer, den letzten Part habe ich noch ein kleines bisschen zusammengespult, weil wir sind echt nur im Kreis gelaufen und haben versucht, den Gegner zu umgehen und... aber das wird nichts. Jetzt greift unser Gebäude an, das war's. Das kriegen wir nicht mal hin. Wir haben hier 2 Basis-Golems und mehr nicht. Keine Aussicht auf weitere Mana-Kugeln. Und der Gegner hat einfach auch zu viel. Der hat einfach zu viel von allem. Schade eigentlich. So ends your legendary campaign. Ja, komisch, dass die Gegner hier so penetrant sind in dem Level. Also sonst ist ihnen immer alles scheißegal. Und hier verfolgen sie uns über die halbe Map. Naja. Wie gesagt, in der nächsten Folge probieren wir es nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir dann auch ein anderes Gebäude haben oder nicht. Ich glaube, dann haben wir nochmal dasselbe, wenn wir die Map wiederholen. Aber naja. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.